Es ist extrem staubig und furchtbar warm im Kohlestollen. Shan und seine Freunde Musha und Musadak arbeiten hier jeden Tag, 1000 Meter tief im Berg. Shan ist gerade mal 12 Jahre alt und arbeitet schon seit fast 2 Jahren in dieser Kohlemine in Pakistan. Ich bin ein Tapali, ein Hilfsarbeiter. Wir Jungen laden die Kohle auf Esel und transportieren sie von Orten tief in der Mine nach draußen, wo wir die Kohle sammeln. Ich fühle mich total schlecht, wenn ich früh morgens mit der Arbeit in der Mine beginne, weiß ich nie, ob ich wieder lebend nach Hause komme. Denn manchmal bricht ein Stollen ein, dann überlebt niemand. Aber meine Familie ist arm, deswegen habe ich keine andere Wahl. In Pakistan ist Kinderarbeit ganz selbstverständlich. Fast 4 Millionen Mädchen und Jungen schuften hier. Sie sind Lastenträger oder Dienstmädchen. Sie arbeiten in Fabriken oder auf Feldern. Der Job in den Kohleminen ist ganz besonders gefährlich und sehr schlecht für die Gesundheit der Kinder. Wir können in der Kohlemine nur ganz schlecht laufen und müssen immer bis zum Ende der Mine, um die Kohle aufzuladen. Durch den vielen Staub haben wir Probleme beim Atmen. Es ist sehr hart, dort zu arbeiten. Wenn wir aus dem Stollen kommen, holen wir erst einmal ganz tief Luft. Die Arbeit ist schlecht für meine Gesundheit. Aber ich meine, was soll ich denn machen? Wenn ich kein Geld verdiene, hat meine Familie nicht genug zu essen. Also mache ich's. Nur 75 Rupien, umgerechnet etwa 60 Cent, bekommen die Jungen für eine Stunde harter Arbeit. 10 bis 12 Mal pro Tag gehen sie in die Mine, laden die Kohle auf die Esel und bringen sie nach draußen. Keines der Kinder hat je eine Schule besucht. Aber jetzt lernen sie trotzdem. Die jungen Minenarbeiter kommen jeden Nachmittag nach der Arbeit ins sogenannte Spaß- und Lerncenter der Kindernothilfe. Hier üben sie Lesen, Schreiben und Rechnen. Sie lernen, wie wichtig Hygiene und sauberes Trinkwasser sind und welche Rechte Kinder haben. Seitdem ich ins Spaß- und Lerncenter gehe, lerne ich alle möglichen Dinge, die uns unser Lehrer beibringt. Ich spüre, dass ich dadurch ganz neue Chancen für meine Zukunft bekomme. Die Schüler sind zum Teil schon fast erwachsen, aber hier lernen alle fleißig mit, auch wenn es ihnen oft gar nicht so leicht fällt. Aufpassen im Unterricht ist für sie noch ungewohnt und sie haben ja auch schon einen kompletten und anstrengenden Arbeitstag in der Mine hinter sich. Ich habe alle Schüler zu Hause besucht und mit ihren Eltern gesprochen. Sie sind sehr, sehr glücklich, dass ihre Kinder jetzt im Center Bildungsangebote bekommen. Die Väter, die Mütter, die ganzen Familien der Kinder, alle sind sehr dankbar. Die Eltern und andere verantwortliche Erwachsene werden davon überzeugt, dass solche Arten der Kinderarbeit bekämpft werden müssen. Und die Kindernothilfe und ihre Partnerorganisation schulen nicht nur die Kinder, sondern auch die Eltern. Wir ermöglichen ihnen alternative Einkommensquellen, weil die Arbeit in der Mine für alle viel zu gefährlich ist. Wir qualifizieren sie für neue Jobs und geben auch den Mädchen eine Berufsausbildung. Shan träumt jetzt, dank des Unterrichts im Kindernothilfezentrum, von einem guten Beruf, bei dem er nicht, wie im Bergbau, sein Leben riskieren muss. Doch es gibt noch ganz viele Jungen wie Shan. Auch sie warten dringend auf ihre Chance.